MSD Works. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft. Zur SD Works Personaltagung 2018 luden wir unsere Bestandskunden ins Kongresszentrum Würzburg ein. Passend zum Motto Mehr Zeit für Zukunft hörten unsere Gäste am Nachmittag des ersten Veranstaltungstages die Keynote Let's Change – Fit für die Zukunft von der Expertin für Change Management, Leadership und Recruiting, Susanne Nickel. Welche HR-Trends werden das Jahr 2019 prägen? Auch im Jahr 2019 ist natürlich die Digitalisierung nach wie vor ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, HR goes digital. Und da gibt es manche HR-Abteilungen, die schon sehr digitalisiert sind und einige, die noch einiges vor sich haben. Und da geht es dann auf der menschlichen Seite darum, zu gucken, wie bekomme ich die richtigen Talente? Also das heißt, das Thema Recruiting wird nach wie vor wichtig sein. Und wie schaffe ich es, Talente eben auch entsprechend zu binden? Das heißt, das Thema Wertschätzung, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, New Work wird weiterhin ein Thema sein, auch da umzubauen und die Leute entsprechend für die Unternehmen zu gewinnen. Vor welchen Herausforderungen stehen die Führungskräfte der Zukunft? Also nach wie vor gibt es natürlich die digitale Transformation und da sind die Unternehmen auf unterschiedlichen Stati. Die Führungskräfte der Zukunft haben damit die große Herausforderung der Ambidextrie. Also das heißt, sie müssen einen Spagat machen zwischen stabil und agil. Also die alte Welt ist eher die stabile Welt, die stabile Unternehmenswelt und die neue Welt ist eher agil und innovativ. Und beide zu handeln, das ist nicht ganz einfach. Wie gut sind die Unternehmen auf den grundlegenden Wandel des Recruitings vorbereitet? Also der grundlegende Wandel im Recruiting, den gibt es ja schon. Also der ist ja schon die letzten Jahre zugange und manche Unternehmen haben es schon gemerkt, dass sie sich bei den Kandidaten bewerben mittlerweile und nicht mehr umgekehrt. Ja, also wenn Azubis auf Messen die Nase hochhalten und sagen, ich bin der Kandidat und das Unternehmen bewirbt sich, dann wissen wir, was es geschlagen hat. Und ich denke, da wird noch einiges passieren durch die Verknappung. Und da sollten Unternehmen wirklich schauen, wie bekommen sie nach wie vor die richtigen Leute, mit welchen Tools. Thema Big Data auch, Thema E-Recruiting, also diese ganzen Dinge ist wichtig. Und natürlich dann auf der menschlichen Ebene auch das Thema Beziehungsmanagement, kurze Reaktionszeiten, Wertschätzung der Kandidaten. Also Unternehmen bewerben sich bei den Kandidaten. So wird es letztendlich aussehen. Dankeschön. Mehr Informationen erhalten Sie auf www.sdworks.de, in Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter. SD Works. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft. Caridio Image und Eventfilmproduktion.